Und nächster Redner kommt von der SPÖ, Maximilian Köllner. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Ministerin, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass man in meinem Heimatbundesland Burgenland wunderschönen Urlaub machen kann. Also nicht nur für den Kollegen Franz Hörl aus Tirol, sondern auch für uns ist der Tourismus eine ganz, ganz wichtige Säule. Und eine zentrale Stütze des Tourismus, es ist angesprochen worden, sind die kleinen, vielen Privatzimmervermieter, die ja 2/3 aller Beherbergungsbetriebe rund ausmachen. Sie leisten wie die Hotels einen wesentlichen Beitrag, dass es in den Tourismusregionen ausreichend Nächtigungsmöglichkeiten gibt. Aber wenn wir sie jetzt im Stich lassen, wird das nachhaltige Folgen für den Tourismus in Österreich haben. Wir haben Ihnen schon im Ausschuss nach dem burgenländischen Vorbild des Bonustickets einen Vorschlag geliefert, wie Sie den Tourismusmotor wieder ankurbeln können. Denn mit dem Erfolgsmodell des Burgenland-Bonustickets konnten die Lockdown-bedingten Einbußen durch ein großartiges Comeback im Sommer mit einem starken Plus kompensiert werden, sogar mit nachhaltigen Effekten, weil sich gezeigt hat, dass neue Gästeschichten ihren Urlaub im Burgenland verbracht haben. Und erfolgreiche Investitionsmodelle wie diese wären aber ganz gut für Österreich, für das gesamte Österreich. Doch wie gehen Sie mit diesen Ideen und Erfolgsmodellen anderer Parteien um? Sie ignorieren sie, indem sie immer und immer wieder vertagen, manches Mal ablehnen. Wir erleben also einen ständigen Vertagungsmarathon unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und Sie hören aber nicht nur auf uns als Opposition nicht, und das ist das Problem, sondern Sie reden anscheinend auch nicht mit den Betroffenen. Denn eine Branche, für die Sie anscheinend überhaupt noch kein Ohrwaschel gerührt haben, ist die Reisebranche. Ich werde nicht müde zu betonen, dass diese Branche eine besondere Unterstützung braucht, weil sie wie kaum eine andere von den Reiseverboten und Einschränkungen getroffen wurde. Und ich bin laufend mit Reisebüros und Veranstaltern in ganz Österreich in Kontakt und erschüttert, was mir dort teilweise berichtet wird. Keine Umsätze, aber vom versprochenen Fixkostenzuschuss 2 dennoch keine Spur. Ich habe Sie schon in den Ausschüssen im Vorjahr, Frau Ministerin, mehrmals auf die Auszahlung angesprochen. Sie werden sich sicher erinnern. Jedes Mal haben Sie geantwortet, bald, ehestmöglich, in diese Richtung. Mittlerweile haben wir Ende Februar. Also bitte, was ist dann in Ihrem Verständnis ehestmöglich? Das würde mich interessieren. 2 Monate, ein halbes Jahr, 2 Wochen. Wann können die Betroffenen endlich mit den Hilfsgeldern rechnen? Oder wollen wir zuschauen, wie nach und nach Reisebüros in den Ruin schlittern und Tausende arbeitslos werden? Die Reisebranche braucht endlich Gewissheit und Planungssicherheit. Das sind Sie Ihnen schuldig, Frau Ministerin. Und zum Abschluss eines noch. Die Betroffenen wurden im Glauben gelassen, dass sie 19% pauschal vom Umsatz 2019 ersetzt bekommen. Auf Nachfrage heißt es nun beim Finanzministerium, bei der COFAG, das gilt nur für Reiseveranstalter, aber nicht für Reisevermittler. Seien Sie mir nicht böse, aber das ist eine Farce. Im Sinne der Betroffenen bitte ich Sie daher, klären Sie das, zahlen Sie aus, was versprochen wurde und sorgen Sie für eine Verlängerung der Kurzarbeit bis in den Herbst, denn es braucht endlich klare Perspektiven, unter welchen Voraussetzungen der Tourismus wieder durchstarten kann. Sagt Maximilian Köllner von der SPÖ. Die Reisebranche würde ohne üppige Förderungen dastehen, kritisiert er. Sie brauche aber Gewissheit und Planungssicherheit.